Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Wir befinden uns gerade wieder hier in Mekkatul Mukarrama, an einem sehr wichtigen Ort. Und ich möchte mal erstmal was Allgemeines sagen. Und zwar, ihr wisst ja über die Kaaba, über Safa, über Merve, über diese ganzen Rituale, die hier quasi gemacht werden, steht hier im Koran ein sehr wichtiges Wort drüber geschrieben. Und zwar sagt Allah, Inna Safa wal Merve ta min sha'airillah. Safa und Merve, diese beiden Hügel, sind eigentlich Symbole Allahs, ja? Und alle sind hier Symbole. Wenn wir diese Symbole, die wir hier bestreiten, beziehungsweise hier rumgehen und bereisen, jetzt in Mekka oder in Medina und woanders jetzt hier in dieser Gegend, dann müssen wir natürlich auch wissen, dafür sind wir eigentlich auch verpflichtet als Muslime und vor allem als Muwahhidun, zu wissen, was das überhaupt bedeutet. Ansonsten, das ist ja kein Touristengebiet hier, wo wir sagen, ich möchte jetzt ein, zwei Mal im Jahr so eine Art Kur hier erleben. Im Gegenteil, diese Gegend, die wir hier besuchen, die sollte normalerweise ein Ansporn sein, die da war, in unseren Ländern viel, viel besser, viel, viel professioneller, viel, viel strukturierter. Und nach der Message des Propheten a.s. präziserer zu tragen und weiterzuführen. Und genau deswegen besuchen wir diese Orte. Und an dem Ort, wo ich mich gerade hier befinde, sind wir in Mekkatul Mukarrama. Das ist ein Friedhof von Jannatul Mu'alla. Ihr wisst, in Medina heißt er Jannatul Baqiyya, da über tausende Sahabis begraben sind, ja, gegenüber der Prophetenmoschee alayhi salatu wassalam. Und hier in Mekka gibt es nicht Jannatul Baqiyya, gibt es Jannatul Mu'alla. Und hier sind drei sehr wichtige Personen begraben. Und zwar an der ersten Stelle ist das Khadijatul Kubra, radiyallahu anha. Khadijatul Kubra ist die erste Frau unseres Propheten alayhi salatu wassalam. Sie ist vor der Hijra gestorben, sie ist 2 Jahre vor der Hijra verstorben und sie war so eine Frau gewesen, radiyallahu anha, die unseren Propheten alayhi salatu wassalam von null an, von der Zeit null an angefangen hat zu unterstützen. An dem Tag, wo keiner an ihn geglaubt hat, war sie die Erste, die den Iman vollzogen hat, dass er der Gesandte Allahs ist, vor Abu Bakr und vor Ali und vielen anderen Sahabes. Sie ist die erste Person, die geglaubt hat nach unserem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Unter anderem war sie sogar diejenige gewesen, die zu ihm gesagt hat, ja Mohammed, zu dir ist Jibril alaihi salam gekommen. Lass uns zu Waraka ibn Nawfal gehen, er wird dir das erklären. Also sie hat ihn nochmal bestätigt für das, wo er selbst schockiert gewesen war und gesagt, Sembeluni, Sembeluni, verdeckt mich. Das heißt, für uns Dawa-Träger ist das sehr, sehr wichtig, dass eine Frau in der Familie, vor allem die eigene Frau letztendlich, die Dawa versucht selbst mitzutragen. Ja? Weil hinter einem jeden erfolgreichen Mann ist letztendlich auch eine Frau versteckt. Und genauso sehen wir das in der Sira des Propheten a.s.w., dass Khadijatul Kubra radiyallahu anha von der Zeit Null, von der dunkelsten Stunde unseres Propheten a.s.w. ihn unterstützt hat, a.s.w. Und in dem Jahr, wo sie verstorben ist, im Jahre ungefähr 619, also 2-3 Jahre vor der Hijra, hat unser Prophet a.s.w. ihren Todestag oder beziehungsweise ihr Todesjahr das Jahr der Trauer gesagt. Und sie, radiyallahu anha, ist hier auf diesem Friedhof begraben, wo wir gerade uns befinden. Und unter anderem Abu Talib, das heißt sein Onkel, den auch beschützt hat, ist hier begraben. Tafattal, ja Sheikh, tafattal. Mein Himmel. Und er ist auch hier begraben. Leider hat Abu Talib, also der gleichzeitig der Vater von Ali, karramallahu wajhah, ist, leider den Iman an unseren Propheten. Tafattala, Murlak. Ja, fil Kadim mawjud, aber el'an leis. Wallah, ja Sheikh, la adri, yani. Ja, die Leute, die möchten natürlich jetzt hier auch die Gräber besuchen, und aber das ist leider zu. Manchmal öffnen sie das, glaube ich. Yaftahuna ahyanan, ja Sheikh, ahyanan. Und wie gesagt, sie ist hier begraben, eine Dawa-Trägerin des Propheten des Islams. Von Stunde Null an im Auftrag des Islam stand sie. Ja? Abu Talib hat den Islam selbst nicht angenommen, ja, aus bestimmten Gründen. Und er war sogar Dawa-Träger gewesen. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Er hat sogar unseren Propheten beschützt. Das ist die zweite wichtigste Person. Sie sind beide übrigens im gleichen Jahr verstorben. Deswegen hat der Prophet das Jahr des Trauers genannt. Und wer hier noch begraben ist, das wissen vielleicht sehr, sehr wenige, der erstgeborene Sohn unseres Propheten, alayhi salatu wassalam, Qasim. Qasim ibn Muhammad. Der ist auch hier begraben. Der Sohn unseres Propheten, der erstgeborene Sohn, sallallahu alayhi wassalam. Deswegen nennt man unseren Propheten auch Abul Qasim, der Vater von Qasim.
Und als er hier in Mekka Tul Mukarrama verstorben ist, kamen die Muschrikun wie Abu Jahl, Abu Lahab, Umayy ibn Khalif etc. und haben zum Propheten was gesagt? Abtar, dessen Nachkommenschaft nicht mehr weitergeht. Al-Abtar. Und da sagt Allah zu ihnen, Inna shani'aka huwal Abtar. Die Leute, dessen Nachkommen geschnitten sind, nicht weiterreichen, das sind diese Muschrikun aus Mekka. Und heute ist der Name Mohammed der meistvergebene Name auf dieser Welt. Vor allem, glaube ich, sogar in England der meistvergebene Name. Überall auf der ganzen Welt wird der Name unseres Propheten a.s. geredet, an den Minaretten verlesen mit Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aber ihre Sippschaft hat ein Ende genommen. Also wenn ihr hier kommen wollt, inshallah, kommt das besuchen. Ihr müsst einfach nur von Masjid al-Haram, ja, Masjid al-Haram befindet sich jetzt quasi auf dieser Seite. Geht ihr jetzt hier geradeaus, da wird hier vorne, das ist die Straße, das ist die Hauptstraße, das ist Masjid al-Jinn. Wenn ihr hochkommt, ist dieses Jannat al-Mu'alla in zwei geteilt. Einmal diese Seite, dann geht, fragt mich bitte nicht, warum diese Straße hier durch, und dann diese Seite. Und da ist hier dieses wichtige Gebiet. Heute ist der 25. Ramadan des Jahres 1443. Assalamu alaikum aus Mekkatul Mukarrama, der Zentrum der Welt.